Der vergangene Juli ist mit einer globalen Durchschnittstemperatur von 16,95 Grad als heißester Monat seit Beginn der Datenerfassung bestätigt worden. Nach Angaben des Copernicus Climate Change Service lag er damit 0,33 Grad über dem bisherigen Rekordmonat Juli 2019. Der Wert dürfte der höchste seit Zehntausenden von Jahren sein, heißt es. Aufgrund von Hitzewellen über dem Atlantik zwischen Kanada und Grönland sowie im Karibischen Becken und dem Mittelmeerraum wurde außerdem die höchste globale Meeresoberflächentemperatur seit der Erfassung der Daten gemessen. Nach einer langen Periode ungewöhnlich hoher Temperaturen im April hat sich die Meeresoberfläche im Juli auf mehr als 0,51 Grad über dem monatlichen Durchschnitt der letzten 30 Jahre erhitzt. Der Nordatlantik war im Juli sogar 1,05 Grad wärmer als üblich. Die Meereisausdehnung im Südpolarmeer war währenddessen so gering wie nie zuvor. Insgesamt lag sie 15% unter dem Monatsdurchschnitt. Das Wetterphänomen El Niño dürfte in den kommenden Monaten für eine weitere Erhitzung sorgen.